Grüß euch Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und es freut mich, dass ihr wieder mit mir unterwegs seid an diesem wunderschönen Tag bei 26 Grad. Ich sollte anfangen zu reimen. Ich habe das ein oder andere Mal auf Instagram Anfragen bekommen, was ich denn alles so an meinem Motorrad verändert habe. Ich habe zwar einen Haufen in die Beschreibung gepackt, aber viele scheinen diese Beschreibung überhaupt nicht wahrzunehmen. Da habe ich mir gedacht, komm, machst du einfach mal ein Video, da sagst du einfach mal, was du für ein Motorrad hast, wieso die technischen Daten von dem Bike sind und einfach was so verändert wurde. Spezifisch Blinker und Spiegel und das ganze Zeug, Auspuff vielleicht. Und da dachte ich mir auch so, da eignet sich eigentlich meine Hausstrecke ganz gut. Das machst du einfach. Das denke ich ein ganz cooles Video. Ich würde sagen, ich fange einfach mal mit den technischen Daten an sich an, dass wir das gleich erledigt haben. Also es ist eine Yamaha R1 Baujahr 2016, die mit dem besseren Getriebe schon, da komme ich aber gleich nochmal drauf zurück, sie hat 200 PS und 998 Kubik. Also es ist ein Literbike mit 1000. Sie wiegt vollgetankt 201 Kilo. 0 auf 100 kann ich jetzt überhaupt nicht sagen. Vor allem 0 auf 100 macht bei einem 1000er Moped auch einfach keinen Sinn. Das ist einfach nicht die Disziplin. Fertig. Als die R1 RN32 2015 rausgekommen ist, RN32 ist dieses Motorrad hier, das Modell, hatten die anfangs noch Probleme mit dem Getriebe und zwar mit dem vierten Gang. Er war sehr schwach und ist viel zu oft einfach zerrissen. Den hat es einfach zerfetzt. Da war das Getriebe einfach zu schwach. Fertig. Der vierte Gang war einfach kacke. Und im Modelljahr 2016 haben sie das dann Gott sei Dank behoben. 2015er Modelle, da war dann eine Rückrufaktion, die wurden dann alle zurückgerufen. Somit ist die Garantie auch nicht erloschen, wenn da irgendwas passiert ist. Du bist einfach mit deiner 2015er RN32 zum Ender gefahren und hast es kostenlos ersetzen lassen. Und somit war alles wieder in Ordnung. Falls ihr euch für so ein Motorrad interessiert, kauft entweder direkt die 2016er oder neuer. Oder wenn ihr euch für eine 2015er entscheidet, weil ihr sagt, okay, die Optik von dem spezifischen Moped ist jetzt saugeil, die brauche ich jetzt unbedingt, dann prüft nach, bevor ihr das Motorrad kauft, ob die Rückrufaktion mit dem Getriebe gemacht wurde. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn nicht, kann es sehr, sehr gut sein, dass euch irgendwann der vierte Gang extrem um die Ohren fliegt. Das wäre sehr, sehr schlecht und dann wird es teuer. Und jetzt suche ich mir mal schnell ein gemütliches Plätzchen, um euch das Ding mal kurz zu zeigen. Heilige Scheiße, also dafür ist das Moped echt nicht gemacht. Hier gefällt es mir, hier ist schön schattig, hier kann man das machen. Ja, Freunde, also hier steht sie, meine R1. Ich habe sie in ein paar Videos schon mal gezeigt, aber da das jetzt einfach das Video zu dem Bike ist, was ich tatsächlich noch nicht gemacht habe, ich weiß gar nicht warum, deswegen kommt sie jetzt einfach. Genau, man sieht offensichtlich, es ist foliert. Das war nicht ich, das war der Vorbesitzer. Sie ist unten drunter blau-silber und jetzt ist eine Grau-Satin oder Grau-Satar, je nachdem, Grau-Satin-Folie drauf. Das ist die Grundfarbe und auf dieses Grau wurden dann die blauen und gelben Paneele geklebt. Sie wurden ziemlich scheiße verklebt, wie man hier zum Beispiel sieht. Das ist einfach nicht richtig gut gemacht. Also der Vorbesitzer hat zwar gesagt, es wurde professionell gemacht von der Folierungsfirma, aber das wage ich sehr stark zu bezweifeln. Es mag sein, dass das Grau von der Firma foliert worden ist. Das ist nämlich rundum gut gemacht. Die Kanten sind schön verklebt. Auch die Ecken sind super gut gemacht. Oft hat man ja irgendwie das Problem, dass die Ecken irgendwelche Falten werfen oder so. Nein, überhaupt keine Probleme. Das ist top gemacht, aber ich glaube, dass er die gelben und blauen Sachen einfach selbst gemacht hat. Das sieht mir wirklich stark danach aus. Das ist wirklich schlecht gemacht. Also würde ich mein Bike folieren lassen und ich würde es so wiederbekommen, dann würde ich es reklamieren und die sollen die ganze Scheiße nochmal neu machen. Ganz klar, ganz einfach. Ansonsten, was auch stark auffällt, ist das ganze Carbon. Das sind eigentlich fast nur Blenden. Das hier zum Beispiel ist einfach nur aufgesetzt. Da unten drunter ist die ganz normale Schwinge. Ich habe keine Carbon-Schwinge. Wäre viel, viel zu teuer und dann hätte das Bike auch wahrscheinlich 20.000 Euro gekostet oder mehr sogar. Nein, also es ist einfach nur aufgeklebt. Das ist im Prinzip ein fester Aufkleber. Es ist echt Carbon, das ist definitiv, aber es ist einfach nur eine Blende. Teilweise auch, um einfach den Rahmen zu schützen. Ansonsten haben wir hinten auch noch die Schwinge in Carbon, auch nur natürlich aufgeklebt. Wir haben das Abschirmblech hinten in Vollcarbon. Das ist Vollcarbon, das ist kein Plastik, das ist echt Carbon. Die Akapovic-Blende, ganz klar, das ist natürlich Carbon, das Ding kommt so. Und wir haben das Abschirmblech vorne, den Fender in Carbon, auch Vollcarbon, kein Plastik unten drunter. Dann haben wir die serienmäßigen blauen Felgen, muss ich eigentlich nicht so viel dazu sagen. Außer, dass der Vorbesitzer eigentlich davor Magnesiumfelgen drauf hatte. Die haben 2500 Euro gekostet. Die waren neongelb. Ich schau mal, ob ich dazu noch ein Bild finde. Aber als ich sie gekauft habe, waren halt jetzt die Standardfelgen drauf. Ich hätte die Magnesiumfelgen gerne genommen. Sehr, sehr gerne. Vor allem, ich finde, dass neongelbe Felgen dazu richtig, richtig gut passen. Aber ja, blau sieht auch nicht so schlecht aus. Ansonsten haben wir hier auch noch die Motorabdeckungen von R&G. Die möchte ich aber eigentlich auch noch wechseln. Dazu aber gleich mehr. Sind halt schwarz, wenn das Ding mal umkippen sollte. Einfach, um den Motor zu schützen vor Kratzern oder sonstigen.
Sonstige. Wir haben die Sturzfänger, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass, wenn das Motorrad mal umfällt, nichts von der Verkleidung kaputt geht. Die stehen gerade so weit raus, dass es die Verkleidung schützt. Wir haben eine schwarze Scheibe, die habe ich drauf gemacht, und wir haben Lenkerendenspiegel. Normalerweise sind die Blinker ja in den Spiegeln drinnen. Das gefällt mir optisch aber überhaupt nicht, und deswegen habe ich es einfach so gemacht. Ich habe mir immer gesagt, falls ich irgendwann mal ein Bike bekommen sollte, das solche Antennenspiegel hat, dann werde ich die auf jeden Fall wechseln, und das habe ich getan. Die Blinker habe ich hier unten hin versetzen lassen. Das habe ich professionell vom Händler machen lassen, das habe ich nicht selber gemacht. Sieht sehr gut aus, finde ich. Ich finde es besser als das andere. Ich mag diese Antennenspiegel halt einfach überhaupt nicht. Null. Das ist einfach nicht mein Ding. Da gehen halt die Geschmäcker auseinander. Ich habe auch schon Kommentare gelesen, wie kann man R1 so verschandeln? Es ist so ein schönes Bike, und dann Lenkerendenspiegel. Ja, mei, dann, wenn es dir nicht gefällt, mein Gott, mir gefällt's, und es ist mein Bike, es muss dir nicht gefallen. Genau, und dann habe ich noch die Seitenspoiler von Puig dran montiert. Finde ich optisch einfach eine absolute Macht. Das Ding schaut damit so viel aggressiver und breiter und einfach sportlicher aus. Mir gefällt's einfach viel, viel besser. Ich find's einfach Bombe. Ja, und mein Lieblingsdetail natürlich der Akrapovic-Aufkleber. Klar, den habe ich vor einigen Jahren von einem Kumpel von mir geschenkt bekommen, und 3 Stück davon. Eine davon hatte ich damals auf meiner CBR, auf der 600er, die hatte auch einen Akrapovic Endtop, und ich dachte mir, yo, die R1, die hat einen Akra, da muss der Sticker einfach drauf. Und der schaut halt geil aus. Ist so ein 3D-Ding, ist mit Erhebung schön in, ich sage mal, Chrom oder Glanzsilber, mit Rot eloxiert, also schaut richtig, richtig gut aus. Ja, und mehr wurde eigentlich jetzt an sich nicht gemacht. Genau, was ich noch sagen wollte. Die Pläne für die Zukunft mit diesem Bike. Ich habe große Pläne. Definitiv. Mir persönlich gefällt das Design von dem Bike überhaupt nicht. Für mich war der Grund, warum ich dieses Motorrad gekauft habe, folgender. Das Ding habe ich mit 7500 Kilometern gekauft. Es sticht erstmal ins Auge, klar, also habe ich draufgeklickt. Und dann habe ich in der Beschreibung gelesen, dass die Folierung bei Kilometerstand 500 drauf gemacht wurde. Und das habe ich mir belegen lassen mit Rechnung, und das stimmt. Das heißt, das Motorrad ist unter dieser Folie wie neu. Fast keine Steinschläge bei 500 Kilometern. Was soll da groß passieren? Außer er ist 500 Kilometer nur Autobahn geballert. Was mich jetzt aber wundern würde, weil du das Ding erst einmal bis 1000 Kilometer einfahren musst. Das war der Grund, warum ich das Ding gekauft habe, weil sie unten drunter eigentlich frisch ist. Das Design an sich, gerade das hier vorne, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist einfach nicht meins. Es ist mir viel zu wild, und es ist einfach scheiße gemacht. Und ich möchte nichts an meinem Moped, was scheiße aussieht. Ich habe halt zurzeit einfach nicht das Geld dazu, um das ändern zu lassen. Daher wird es noch ein bisschen dauern. Aber mein Plan ist, das kann ich jetzt schon sagen, das Ding in Army Green Gloss folieren zu lassen. Und zwar nicht voll, wie es bei der jetzt ist. Die ist ja jedes Verkleidungsteil, jedes einzelne ist in Grau foliert. Nein, ich möchte den oberen vorderen Teil vom Motorrad in Army Green Gloss und hinten Carbon, genauso auch unten. Mit ein paar, ja, blauen Akzenten, würde ich mal sagen. Aber mit den Akzenten bin ich mir noch nicht so sicher. Ich habe halt blaue Felgen. Wenn ich das ändern wollen würde, dann wären nur noch die Felgen blau, und dann müsste ich die auch lackieren bzw. pulvern lassen. Da weiß ich noch nicht genau, was ich da jetzt genau mache. Aber das ist auf jeden Fall der Plan. Außerdem soll das Ding noch eine Abstimmung bekommen. Ich meine, 200 PS sind 200 PS, und das ist eigentlich schon viel zu viel für die Straße, aber ich möchte einfach noch ein bisschen mehr, weil ich einfach Bock drauf habe. Ganz ehrlich, ich möchte da einen Power Commander drin haben, und ich möchte das Ding voll abstimmen lassen, dass man alles aus dem Ding rausholt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Stecher Motorradtechnik finde ich zum Beispiel ganz cool. Ich denke, da werde ich hingehen. Die wissen zwar noch nichts von mir, die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass ich existiere, aber da will ich auf jeden Fall hin. Die machen einen guten Job, und das sind einfach sympathische Jungs. Die Werkstatt sieht gut aus, die Jungs machen das sehr professionell. Die hatten schon die ein oder andere RN32 da, deswegen finde ich, das ist eine gute Sache. Dann soll das Ding einfach noch ein bisschen mehr Power haben, hier und da vielleicht ein bisschen mehr schießen, beim Schaltvorgang oder so zum Beispiel, ein Knallen wäre ganz geil. Das hat sie nicht wirklich. So ein paar Kleinigkeiten einfach noch, so ein paar Feinheiten wären halt einfach sick. Da hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Falls ihr noch Fragen zu dem Bike habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram schreiben, da könnt ihr auch gleich folgen. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Freunde, Jay ist raus.